Hallo. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan, bauen uns gerade ein Tiny House auf Rädern. Was heißt gerade? Schon eigentlich in den letzten 2 Jahren. Wir befinden uns jetzt im Innenausbau unseres Hauses, haben jetzt die vorerst letzte Großbestellung aufgegeben und möchten diese 11 großartigen Dinge, die wir für unseren Innenausbau bestellt haben, mit euch teilen. Also bleibt dran. Vorab als Info für euch, einige der Produkte, die wir euch auch gleich zeigen, sind auch im Rahmen einer Kooperation entstanden. Deshalb wird auch eingeblendet, dass dieses Video Werbung enthält. Das sind Produkte, die wir sowieso auch für unser Tiny House ausgewählt hätten, sind also davon überzeugt. Das beeinflusst auch in den kommenden Videos nicht unsere Meinung. Wir werden da ganz neutral und transparent auch berichten, wie wir damit zurechtkommen und ob wir zufrieden mit den Produkten sind. Beginnen wir im Badezimmer. Wir haben eine Plexiglasbestellung aufgegeben nach Maß. Und zwar geht es da um die Deckenbalken, um die Zwischenräume im Badezimmer, die wir ganz gerne abhängen möchten. Also wir möchten diese so dicht wie möglich bekommen. Und? Was machst du da? Acrylglas gegossen, Platte, opal. Hier, guck. Cool. Fancy. Ist extra für LEDs. Und da haben wir uns folgende Konstruktion überlegt, dass wir 2 Winkelleisten positionieren, also einmal links und rechts verschrauben, dann mit Dichtungsgummis arbeiten, also Fensterabdichtungen, und dann die Plexiglasscheibe einhängen. Und diese dient dann auch, deshalb ist die auch opal, also 3 mm stark wird sie sein. Weiß-opal. Weiß-opal, weil wir da auch diesen ganzen Bereich gleich mit hinterleuchten möchten. Kommen wir zu unserer Lampenbestellung, und zwar primär für den Raum Küche. Anstelle der Hängeschränke, die wir uns ja leider aus Gewichtsgründen nicht erlauben können, dachten wir uns, ja, wir können doch eigentlich mit Spots arbeiten. Die Lampe, die es jetzt geworden ist oder die es wird, die strahlt auch hinten raus nochmal diffuses Licht ab, und das fanden wir auch nochmal sehr schön. Ja. Es kann auch sein, dass wir in den anderen Räumen auch mit diesen Lampen noch arbeiten, also dass wir wenig mit Deckenbeleuchtung arbeiten, sondern mehr mit Wandstrahlern. Ja. Für das Schlafloft werden wir die mit Sicherheit auch benutzen, und der Rest wird sich dann noch ergeben. Die 4. Bestellung sind unsere Alubleche, 0,5 mm stark, und diese haben wir im Bezug auf unsere Heizung von Alde bestellt, weil wir nämlich, um ausreichend Leistung für unsere Räume zu haben, mit 3 übereinanderliegenden Konvektoren arbeiten, die im Ständerwerkszwischenraum verschraubt werden. Ja, oder? Damit sich die Wärme auch nicht staut, ne, in diesem Zwischenraum. Genau, ja. Und deshalb möchten wir aus diesem Blech eine Art von Wanne kanten, das kann man auch per Hand machen. Mhm. Und ja, bei diesem Blech hoffen wir es. Ja, genau. Kommen wir zur nächsten Bestellung, und zwar zur Be- und Entlüftung. Wir hatten ja bereits ein Video zu diesem Thema veröffentlicht. Das verlinken wir euch gern nochmal. Und zwar ist es das System von See Ventilation. Und das haben wir jetzt mitgenommen, um es auch nochmal so ein bisschen zu entziffern und zu verstehen, dass wir auch, wenn es zur Installation kommt, ein bisschen Geld und Zeit sparen. Dieses System ist wie folgt aufgebaut. Wir haben die Innenblende mit Schallschutzmatte und Staubfilter. Dann haben wir das Schutzgitter, den Ventilator mit Schallentkopplung, den Wärmespeicher aus Keramik in einem Gehäuse. Dann haben wir das Fixrohr. Dieses müssen wir noch anpassen an unsere Wandstärke. Wir haben ja eine sehr geringe Wandstärke von 15,5 cm nur. Wir haben uns für das Wetterschutzgitter entschieden, aufgrund der Aufbaustärke oder Tiefe. Wir haben ja nur noch 5 cm Puffer an unserem Haus, links und rechts. Wie wir das System einbauen und wie so die ersten Erfahrungswerte sind, das werden wir natürlich auch teilen mit euch. Bestellung Nummer 6 sind unsere Wandverkleidungen, und zwar die Pappelsperrholzplatten, die wir nachbestellen mussten. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir so viele Bereiche in unserem Haus schließen werden, aber es wird vermutlich so sein, einfach damit die Steckdosen auch passen und befestigt werden können, die Lampen auch irgendwo einen Halt finden in unserer Wand. Kommen wir zu unserer Küche. Eine Großbestellung. Wir gehen nicht im Detail jetzt darauf ein, wie welches Küchenelement aussieht. Das machen wir dann gesondert, im besten Fall, wenn die Küche dann auch da ist. Es ist schöner, sich das dann auch gleich live anzuschauen. Aber da hatten wir jemanden auch beim letzten Besuch für das Aufmaß da, der entsprechend dann alles abgemessen hat. Das war uns persönlich ganz wichtig. Nicht, dass wir zwei uns und dann um ein paar Millimeter vermessen. Das wäre wirklich ärgerlich gewesen.
Nach diesem Aufmaß hatten wir dann nochmal das finale Gespräch. Wir haben uns ja für so eine Recycling-IKEA-Küche entschieden, auch aus Kostengründen. Und das wurde alles abgesegnet, das heißt, die Küche ist jetzt bestellt. Diese lassen wir aber auch zu uns liefern, jetzt nicht nach Detmold zur Baustelle, weil das zu viel Zeit kosten wird. Wir möchten dann unser Haus auch bald gerne wieder hier haben und können dann auch den Einbau vor Ort vornehmen. Jetzt kommen wir eigentlich noch zum nächsten Punkt, denn wir haben uns bei dieser Küche gegen die klassischen Küchenarbeitsplatten entschieden, aus Gewichtsgründen. Und uns für? Wir haben uns für Leichtbauplatten entschieden, nur als Vergleich. Die Fichte-Balken, die wir bestellt haben, wiegen ca. 470 Kilogramm pro Kubikmeter. Unser Palovnia-Holz, mit dem wir überwiegend gearbeitet haben, bis jetzt wiegt knapp 300 Kilo pro Kubikmeter. Und diese Platten wiegen eigentlich nur 200 Kilogramm pro Kubikmeter. Mit der Furniersperrholzdeckschicht. Das sind jetzt Leisecore-Platten, so heißen die, von Lightweight Solutions. Wir haben tatsächlich diese Firma in den Recherchen schon vor Monaten mal gefunden. Ja. Verlinken euch das nochmal. Schaut euch das gerne nochmal an. Das ist echt spannend, gerade die verschiedenen Produkte nochmal im Gewichtsvergleich zu sehen. Wir sparen uns an Gewicht in etwa 60 Kilo vorne. Ja. Durch diese Entscheidung. Und das ist natürlich viel wert, gerade weil wir auch das Thema Gewichtsverteilung auch ganz oft angesprochen haben. Wir haben ja damals eine Fußbodenbestellung aufgegeben und haben uns für einen Kork-Klick-Fußboden entschieden, für das gesamte Haus eigentlich, bis auf das Badezimmer. Da ist es ein Designerboden geworden. PVC-frei, ne? PVC-frei. Ja. Diesen haben wir liefern lassen nach Detmold. Jetzt wissen wir es besser. Wir werden ihn vermutlich erst hier installieren können, also wenn das Haus wieder bei uns ist. Einfach aus dem Grund, weil wir die groben Arbeiten erstmal fertig haben möchten. Und uns war wichtig, dass wir zuerst die Küche einbauen, bevor der Boden kommt, weil die Küche direkt auf dem Podest sitzen wird und wir uns da nicht vermessen wollen. Also Küche rein, alle groben Arbeiten abschließen und dann wird der Boden verlegt. Nicht, dass der irgendwie noch bei den groben Arbeiten beschädigt wird, das wäre so ärgerlich. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, also allein die Alde hat 2 Pumpen, also 4 Pumpen im Haus und die benötigen alle 12 Volt Spannung. Daran haben wir gar nicht gedacht. Wir arbeiten jetzt zurzeit mit dreiphasigem Wechselstrom, also Drehstrom. Wir haben normalen Haushaltsstrom und benötigten somit einen Spannungswandler, den wir jetzt in der Zwischenzeit auch bestellt haben. Der ist auch mittlerweile angekommen für diese Pumpen, damit die auch mit dem richtigen Strom beliefert werden. Da haben wir irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, ne? Auch am Wechselrichter, wir hatten einen Wechselrichter bestellt, der würde vielleicht eine Phase bedienen. Wir bräuchten also 3 von diesen Wechselrichtern, haben diesen in der Zwischenzeit auch wieder zurückgehen lassen und wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir vermutlich einen Inselwechselrichter benötigen oder eine Art Inselanlage installieren. Wir mussten da jetzt einfach eine Entscheidung treffen und haben uns dafür entschieden, dass die Leitungen oder die Zuleitungen für einen Wechselrichter vom Elektriker gelegt werden, dass ein späterer Anschluss kein Problem ist, aber das würde jetzt einfach den finanziellen Rahmen sprengen, das funktioniert nicht. Die letzte Bestellung für heute ist ein Thron. Ein Thron für unser Badezimmer und ja, es ist eine Trockentrenntoilette. Und es ist die? Nein, die ist es eben nicht. Sondern wir haben uns für eine Trockentrenntoilette aus Holz entschieden. Das ist das neue Modell von Trobolo. Die hatten ja vorher auch schon Trockentrenntoiletten im Sortiment. Bis dahin aber auch ein eckiges Modell, welches wir uns auch angesehen hatten. Und jetzt ist das neue rausgekommen, ein rundes Modell. Und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Modell bei uns einbauen können. Wir packen euch zu dem gesamten Video alle Links der Produkte, die wir bestellt haben, in die Infobox, markieren euch mit einem Sternchen, welche Kooperationen wir dort haben und packen euch die Website-Links auch nochmal drunter. Hoffen, dass euch das heutige Video gefallen hat. Lasst den Daumen nicht vergessen. Genau. Abonniert unseren Kanal und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.